Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory 1. Das können wir eigentlich auch morgen machen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, was wir jetzt noch machen sollen hier im Kaff. Ich habe mal meine Unterlagen durchgeguckt. Es ist so nichts, was mir auf Anhieb einfällt, was wir noch machen müssten. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, gegessen haben wir schon, dann schlafen wir jetzt nochmal bis zum Evening. Und dann können wir jetzt noch was, einen Happen essen, wenn das Spiel... Ja, welcome, welcome. Machst du eigentlich irgendwas? Nee, ne? Nee. Sit. Sit. Do you want to save us? Ja, finde ich auch. Ich bin ziemlich hilfreich. Ask about. Caravan. Leaving later this month. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon. Was planet Meals? So, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Dankeschön. Prepared a meal, rabbit with apricots and roast chicken with. What? With irgendwas. For this night's meal, might bring you pleasure. Okay. Give flowers. Tsushima. Wie heißt sie nochmal? Shima, okay. Na, war fast richtig. Thank you. They are most beautiful. Okay. So, thank you. Okay. Hat das irgendwas gebracht? Nö. Sie hat jetzt. Ich habe jetzt wahrscheinlich keine Blumen mehr. Was auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gewicht gebracht hat. Das ist gar nicht schlecht. Wir müssen auch mal unser Geld vernichten irgendwie. Ich glaube, wir kaufen uns noch hier Pills. Die wiegen, glaube ich, weniger als das Geld, was sie kosten. Was haben die benutzt? Ach ja, ich bin übrigens blöd, das Earth haben wir ja nicht mehr. Earth Elemental haben wir nicht mehr. Das haben wir ja für die Frau im für die Baumfrau benutzt. Also ich denke, das war durchaus relevant. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die anderen Sachen auch noch permanent verlieren. Was haben wir denn noch? Das Fire-Ding müssten wir noch haben. Also wir haben Water haben wir noch. Magic Lamp, das ist ja Containing Fire Elemental. Und... Earth, Water, Fire und Air ist im Bellows. Ist das da auch noch drin? Ja. Okay. Gut. Zauber müsste ich wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwie grinden, dass sie besser werden. Aber ich weiß nicht wozu. Also, ich meine, wir haben bisher nicht wirklich. Was? Da stand irgendwas anderes, glaube ich. Also machen wir das Ganze normal, weil hier gibt es ja kein Zurück. So. 352, also Punkte hat es für Shima auch nicht gegeben. Dann weiß ich noch, wem anders, bei dem wir ausprobieren können, ob wir die Blumen geben sollten. Obwohl, das ist auch ein bisschen verdächtig, wenn wir das machen. Könnten sie auch noch Uhura geben. Ach, was will eine Kämpferin mit Blumen? Ich meine, das Spiel ist aus einer Zeit, wo die Klischees ja strong with this one waren und so weiter. Also strong waren und überhaupt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es hier einfach so ist, dass alle Frauen Blumen gut finden. Also geschenkte Blumen gut finden. Egal,
Ob das irgendwie in irgendeiner Form realistisch ist. Give flowers to, so, jetzt kann ich ihren Namen noch richtig schreiben. Thank you, that was beautiful. Okay. Okay. Thanks. So, so jetzt mal gucken, was das andere sagt. Der Nummer ist nee. So, jetzt. Oh nee, okay, das ist das gleiche. Okay, gut, dann hätte ich mir das Ganze sparen können. Aber ich sah, es sah so kurz, also der Text hatte eine, also der Textbox hatte irgendwie eine unschöne Größe. Da dachte ich mir, war vielleicht was anderes. Das Night is still young, ja, jetzt gehen wir schlafen. Und ja, das, also sowas wie, dass man erschienenen Text zurückscrollen kann, das sind schon wirklich Errungenschaften der modernen Technik, die sind wirklich schön. Until evening, until dawn. So, jetzt haben wir ja irgendwie die ganze Zeit geschlafen. Müssen wir Enter drücken, damit wir aufwachen. So, das können wir von zu Hause. Since this message of gratitude request, did you visit her home tomorrow? Okay. Kugelschreiber, come on. Wieso schreibst du nicht? Und du auch nicht. Ihr könnt ja nicht alle plötzlich aufgehört haben. Okay, Azize. Requests. Visit. On day 16. Okay. Schön. Dann, was machen wir heute? Erstmal essen. Gut. Essen. Frühstück. The cutter are most thankful that you have come to Shapir. Finde ich auch. Okay. Die steht da immer so rum, als sollte ich da noch irgendwas mit ihr machen. Aber ich weiß es nicht. Okay. Stand, ja. Yeah. Hast du irgendwas? Nope, nichts vorgefallen. Er ist ja der Stadt-Announcer. Das ist er. Nee, nee, nicht schon wieder. Looks lively. He looks like a charming fellow. Okay. Flowers of beauty, flower fragrance, most wonderful flowers to bring cheer to your day. Ja, da haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon gemacht. So, was wollen wir heute noch machen? Wir könnten die Wüste erkunden. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Governor, wir sind leave here at the light of dawn in 2 days time. Okay, okay, wichtige Informationen. Caravan to Razir. Ich glaube, das wusste ich aber schon. Leaves morning day 17. Okay, also es ist klar, was wir an Day 16 und an Day 17 machen, aber was machen wir an Day 15? Ich glaube, wir prügeln uns mit Uhura. Das klingt nach einer guten Idee. Nein. Du hast doch schon mal... Ich habe, obwohl ich habe so viel... Na, egal. Ich wollte das Geld, was ich dir nicht gebe, anderweitig in Pillen investieren, so wie sich das gehört. Ne? Das wird nicht gespendet. Da macht man Pillen mit. So, Bargain Healing Pills. Yeah. I have heard a rumor that you're taking best if you purchase some extra pills to take with you. Habe ich vor. Wir, two great minds think alike. You're such a fun... Eigentlich müsste ich nicht bargain. Ich will auch Geld ausgeben. Ah, ist egal. Pay for Healing Pills, but don't worry. Special Money Back Guarantee, but... Ja. Alles lustig. So, nochmal... Und nochmal, ich glaube, dreimal sollte reichen, oder? So, wie viel haben wir jetzt? Wahrscheinlich kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen. Yo! Ah.
Wir könnten trainieren, bis er das wieder rausgeht. Okay, aber Mana und Vigapilz will ich auch noch. Bargain. Mana, Pilz. Also bin ich ja fast mal interessiert, ob wir irgendwann unter unserem Eigengewicht zusammenbrechen oder ob wir ich meine, so viele kann ich nicht brauchen, aber so, ich meine, wir waren nach Reisen. So viel können wir. Wie viel haben wir jetzt? 116. Können wir die Sentimes drop? Sentimes? Das soll ich jetzt 400 Mal machen, Spiel? Jetzt ehrlich? Okay, mal gucken, was passiert. Drop. Wow. So. Okay. Okay, das ist jetzt plötzlich zu einer Art Cookie-Clicker geworden. Also so einem Vor. Ich meine, das ist. Ich meine, wahrscheinlich hat da keiner dran gedacht, dass man das droppen will. Aber ich meine dann andererseits, warum geht es, wenn da keiner. Und da steht der Text. Also das geht. Offensichtlich hat keiner dran gedacht, dass man ein Item, was man mehrmals hat, und zwar in einer großen Anzahl, wie zum Beispiel Geld, droppen will, weil sonst hätte man zum Beispiel noch eine Abfrage eingebaut, wie viele willst du droppen, alle droppen, oder man hätte einfach zugelassen, dass man eine Zahl einfügen kann in das Drop-Command. Und Zahlen sind, das hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte herausgestellt, das wissen Spieleentwickler nicht zwangsläufig, aber Zahlen haben sich als ganz hilfreich erwiesen, um so Sachen, die häufiger auftreten, also mehr als einmal oder nullmal, und da hört üblicherweise ja die zahlentheoretische Kenntnis von Spieleentwicklern auf, aber wenn es mehr als null oder einmal Dinge gibt, dann ist es schon ganz hilfreich, wenn man mit Zahlen arbeiten kann, die das irgendwie umschreiben. Ja, das müssen wir uns jetzt einfach mal versuchen vorzustellen. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel gemacht hätten, dann hätten wir jetzt nicht erst 29 von den Dingern gedroppt, sondern und damit ein Weight, was auch immer, gespart, sondern hätten schon 300 droppen können. Das ist etwas, das kann man als Programmierer nicht wissen. Ich würde sagen, wir droppen jetzt einfach nochmal 10 Healing Pills und dann nochmal da der Drop. Obwohl, was passiert denn, wenn ich das mache? Drop Healing Pills. So. Da steht Pills, da steht Mehrzahl. Ich droppe eine. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, es geht runter. Ich meine, wir haben ja, witzigerweise ist ja dieses Maximum, das ist auch wahnsinnig gut programmiert, ne? Also es wird eine maximale Zahl angegeben, die man nicht überschreiten darf. Das suggeriert, ich weiß, ist wieder etwas, was Spieleentwickler nicht zwangsläufig wissen, aber Maximum bedeutet nicht mehr. Also mehr ist nicht. Und ich meine, das ist so ein bisschen wie Speed Limits, ne? Also wie Höchstgeschwindigkeit. Da steht ja auch höchstens so schnell fahren. Das sind ja nur allgemeine, unverbindliche Vorschläge. Maximum Weight ist natürlich auch nur ein unverbindlicher Vorschlag. Wir wollen nicht mehr als 100 Rauten tragen. Und wenn wir aber einfach 112 Rauten tragen, vielleicht nölt das Spiel ein bisschen rum, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas mit passiert. Es ist auf jeden Fall schön, dass ich das jetzt mache und ich zeige euch das natürlich. Ich könnte das jetzt einfach rausschneiden, aber nee. Ihr sollt das schon auch sehen, wie gut dieses Spiel, also gerade auch in so Kleinigkeiten, die jetzt eigentlich für das eigentliche Gameplay völlig irrelevant sind. Aber dass das auch wirklich im Detail gut durchdacht ist, das Spiel. Also dass es ein Max-Rate gibt, was irgendwie offensichtlich überhaupt keinen Einfluss hat, dass man Items
Davon habe ich jetzt mehr gedroppt als von den anderen. Ne? Ist egal. Drop. Drop. Und das finde ich, das ist halt auch wichtig, das mal zu dokumentieren. Weil dann, vielleicht nehme ich da auch im Nachwort noch Bezug drauf. Das ist einfach so, ne, von vorne bis hinten versteht man jetzt, warum Sierra den Ruf hat, den es hat. Obwohl ich mir sicher bin, die Entwickler sicherlich besser gekonnt hatten, aber wahrscheinlich. Aber andererseits, Spielefirmen waren früher auch nicht so groß, glaube ich. Also da gab es, ich weiß nicht, ob es Quality Assurance gab. In einer Firma wie Sierra, ich vermute nein, aber vielleicht haben die auch Quality Assurance. Ich meine, die haben vielleicht Quality Assurance hier irgendwo hingeschrieben, aber Programmed by, Implementen, Backgrounds, Animation, Quality Assurance. Zwei Leute, drei, vier, fünf, sechs, sieben und more. Okay, das. Okay, und sie haben sich nicht mal bereit erklärt, ihre vollständigen Namen zu veröffentlichen. Also ich könnte mir vorstellen, Long-Suffering Beta-Testers, ja, ich fühle mit euch so langsam, geben auch nicht ihren Namen preis. Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist alles ein ziemlicher Fake gewesen. Also einfach Quality-Testing musste sich ja auch erst entwickeln im Laufe der Zeit. Ne? Das ist ja auch alles. Ist irgendwas zu sagen? Offensichtlich nicht. Was ich zum Beispiel auch irgendwie total verstörend finde, ist, dass ich hier immer nur mit einem. Kann ich. Obwohl, nee, ich kann mit euch reden. Ne? Ich weiß noch nicht, worüber. Shima ist die einzige, den Namen ich mir gemerkt habe. Most Wise and Clever. Ja, ja, und. Shaking Dead Ass. Ich fülle mal meine Waterskins auf. Ich wollte zu Uhura, genau, das wollten wir machen. Bin von der beeindruckenden Programmierleistung des Spiels wieder mal abgelenkt worden, wie schon so oft in diesem Let's Play. Ja, aber ne, also das ist immer wieder. Es ist ein schöner Reminder daran, also gerade, ich bin ja da auch anfällig für dieses ganze Nostalgie-Ding, dass man alles so gerne verklärt. You get some more practice today, we're getting plenty good, ja. Dass früher nicht immer alles besser war. Also es haben sich Sachen auch wirklich weiterentwickelt. Es ist zwar vieles schlechter geworden, gerade was, finde ich, grundsätzlich was so Storytelling angeht und okay, ich weiß immer noch nicht, was ich dagegen mache. Du bist zu schnell für mich. Das ist das Problem. Ja, ich putte meine Body into my trust und ich hitte dich die ganze Zeit. Merkst du das nicht? Du müsstest langsam mal anfangen zu bluten. Okay. Ja, also es haben sich auch, also, ne, es sind so Sachen, Storytelling, obwohl auch Storytelling hat sich weiterentwickelt. Eigentlich ist es auch zu pauschal gesagt, dass es einfach schlechter geworden ist. Das stimmt nicht. Oder dass es Sachen gibt, die schlechter geworden sind. Es gibt klar im Einzelfall vielleicht Sachen, da wünschte man sich, dass man das mehr, ich weiß nicht, irgendwie mehr Herzblut reingeflossen wäre. Es ist halt alles ein bisschen mehr ein Business geworden, als es früher war. Früher war es, naja, früher waren es halt Nerds, die das gemacht haben. Werden nicht mehr was für. Okay. Stimmt. Jetzt sind es zwar auch Nerds, aber ich glaube, der Begriff Nerd ist heute ein bisschen was anderes. Aber ich, keine Ahnung. Read Board. Okay, hat sich nichts geändert. Okay. Aber ich glaube, also so Basics, also ein paar Basic-Sachen wie zum Beispiel Quality Assurance, auch das kann man nicht sagen. Sowas würde es, glaube ich, nicht mehr geben. Also sowas, dass man, ne, das Text, der einmal verschwunden ist, verschwunden bleibt, dass man Sachen nicht, dass man nicht mehr als ein Item droppen kann und so ein Kram. Ich glaube, das gäbe es heute
einfach nicht mehr, weil das entweder in jeder Engine quasi standardmäßig drin ist. Was es allerdings dafür heute gibt, weil die Spiele halt auch komplizierter geworden sind, dadurch wird es natürlich einfach mehr andere Bugs geben. Ich meine, dieses Spiel hat ja auch Bugs, wie wir ja bei der Charaktererschaffung gesehen haben, aber andererseits, ich meine, ne, die paar Codezeilen, da kann auch nicht so viel Unsinn drinstehen. Wie ist unsere... Oh, jetzt werfen wir mal eine Eat Vigor Pill. Ja. Aha. Okay. Okay. Der Grund, warum ich dieses ganze völlig belanglose Schwadronieren hier über die Computerspielindustrie von mir gebe, ist, ich möchte irgendwie oder auf Teufel komm raus davon ablenken, dass ich nicht weiß, was ich machen will. Jetzt hier, heute, in diesem Spiel. Also, haben wir gemacht. Wir waren Astrologer, habe ich auch schon gefragt. Wir könnten noch mal in den Palace, können wir da jetzt mal rein oder so? Nope. Nee, ask about Sultan. Audienz heißt nicht Audienz im Englischen. Audience ist was anderes. Das ist so ein false friend. Was heißt denn Audienz im Englischen? Machen wir ein Meeting draus. Okay. Ja, was weiß ich. No one enters. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, also, ne, wir sehen, das Spiel ist noch ein bisschen rough on the edges. Es war also, und das war ja eigentlich das, was ich vor, ich glaube, einer halben Stunde irgendwie ursprünglich mal sagen wollte. Früher war nicht alles gut. Obwohl man das Gefühl hat, dass früher vieles besser war. Es war einfach nur anders. Und vielleicht war einfach die Tatsache, dass man es nicht besser wusste, selber, hat das auch positiv beeinflusst, dieses Gefühl, dass etwas gut war. Darüber habe ich ja schon oft sinniert, gerade wenn es um Nostalgie bezüglich Bard's Tale ging. Ich wusste einfach nicht, wie ein besseres Rollenspiel aussah, deswegen war es das beste Rollenspiel, was ich kannte. Zu der Zeit, als es das erste Rollenspiel war, das ich kannte. Und dieses Gefühl, auch wenn es sich im Nachhinein dann als Unsinn herausgestellt hat, beziehungsweise ne, man erfährt, dass es auch besser geht und anders geht und ne, und so weiter, dieses ursprüngliche Gefühl bleibt irgendwie im Unterbewusstsein zurück und färbt alles ein, was man diesen Gegenstand betrifft, wenn man darauf zurückschaut. Also in diesen Gegenstand, in diesem Fall dieses Computerspiel. Da wird dann alles mit eingefärbt, obwohl es eigentlich keinen wirklichen Grund dafür gibt. So, also wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt ein Save. Und dann brechen wir diesen Tag einfach ab. Ich meine, es war schön, aber was wollen wir hier noch machen? Ich habe echt keinen Bock jetzt, weiß ich nicht, jedes Feld in der Wüste abzulaufen, wo ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, ob das überhaupt geht. Wir könnten hier nochmal hin. Aber hier sind wir da auch nicht mehr reingekommen. War das nicht so? Das war doch zu. Oder musste ich... Trigger zaubern? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, jetzt Cast Open. Danke für das Fressen der Keypresses-Spiel. Okay. Ich meine, ne, wir haben darüber gesprochen. Quality Assurance und so weiter. Ich meine,
es ist okay, dass das Spiel mich da nicht reinlässt, aus welchem Grund auch immer. Aber das mit dieser Fehlermeldung zu tun oder mit dieser Meldung zu tun, hat schon ein gewisses, einen gewissen Comedy-Value, sage ich mal. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt saufen und schlafen. Das ist nicht zum Aushalten. Okay, Bio. Willst du noch irgendwas von mir? Ich glaube nicht. Until dawn. So, jetzt haben wir einen ganzen Tag, jetzt haben wir einen ganzen Tag und eine ganze Nacht geschlafen. Sowas von refreshed waren wir noch nie. Okay, ja. So, das ist jetzt Tag 16? Okay. Just a super film. Oops. Okay. Jetzt haben wir die Raute, die wir tragen oder die unser Gewicht misst, einfach aufgegessen. The poet Omar will thrill all who hear with this song, the setting of the sun in our own. Okay, Omar. Omar come in. Omar come in last time wahrscheinlich. Okay. It's been said that you are going to journey to Vizier. Weiß ich noch nichts von. The Cutter all hope for your safety and wish you success, friend of the Cutter. Ja, ich bin schon toller, ne? Kann ich eigentlich, hab ich... Dodge bin ich wirklich nicht gut geworden. Ich hau alles immer tot. Hast du was zu sagen? Ich glaube nicht, du hast ja schon was im Mund. Wo können wir da noch hin? Hast du was zu sagen? Ja, den einen Schritt nach Süden hätte ich auch so machen können, aber we leave it on tomorrow's sun. Okay, dankeschön. There's no doubt that you are the hero all the Cutter have waited for. Ist das Spiel jetzt vorbei? You are truly wonderful to travel to visit the Stoyer home. Oder... Weil das klingt ja fast so irgendwie, als ist Teil 3, dass wir in Vizier dann was machen müssen. Das wäre komisch. Weil, nee, nee, das muss nicht so schön sein. Erst bezogen, dass du das ja, schön, whatever. Ach ja, euch haben sie da ja vertrieben, ne? Okay. Für Waterskins, damit wir noch irgendwas machen. Oder Waterskins haben wir noch einen. So, dann wollen wir dem Vollpfosten auch noch mal einen Besuch abstatten. Weil er irgendwas zu sagen hat. Okay. Habe ich irgendwie, kann ich irgendwie, was ist denn das? Nee, Earth war das Gegenmittel zu, obwohl R war das Gegenmittel zu Earth. Ne, nee, Earth war das Gegenmittel zu R, das habe ich nicht mehr. Habe ich überlegt, ob ich ja irgendwie ein bisschen... Earth Elemental in seine Wolke hätte kippen können, damit er da vielleicht mal runterfällt und sich dabei irgendwie das Genick bricht. Irgendwie ein bisschen Spaß hat. So, dann waren wir hier. Jetzt gucken wir noch hier hin. Habe ich hier alles gekauft? Ich glaube, hier habe ich alles irgendwo mal gebraucht. Glaube ich. There are no thanks, great enough. Ja, wir sind richtig dann. Wir sind toll. Ihr wollt mich auch lobpreisen? Rumor has said that you're joining the Vizier, yeah. Has been said that you seek to restore the old email. Ist alles schön. Wird mir ja. Could not forget your friends of the Cutter. Ist alles. Wenn ihr glaubt, dass ich das mache, restore to your actions. Ja, ja. Ja, ja. Machen wir. Ganz sicher. Astrologer, needs to tell. Gucken wir hier nochmal hin. Oh, jetzt liegst... Obwohl, du hast da schon mal gelegen. Not being content with having merely saved the city, I see that you are about to attempt to save the land of Shapir as well. Okay.
I've seldom met one with such power and so much wisdom and courage as you have shown. For a few users of magic dare face what you have faced to protect this city. The journey you are about to make is to a very dark and dangerous place. The foe you will face is very powerful in the ways of magic. Yeah. Be wary and alert, for you will be surrounded by enemies. Yet trust your instincts, my friend, for you may still make allies by... Actually, ich glaube, wir haben uns dreimal unterhalten. All of us in the city will be hoping for your safety, for all know of the seriousness of your mission. May fortune smile upon you. Okay. Keep your weapon handy and don't let your enemies get you. You and I may be... Practice some more when you get back. Okay. Ask about Art Wreath Typ. Art Arvis. Okay. Okay, na gut, dann prügeln wir uns nochmal hier zum Abschluss. Komm mal mit, Schätzchen. Oh, okay, 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 okay. Stunlock, 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 Stunlock. You're good, very good. Soon you will be master with your sword. However, the real battle is not always won by a swing of a thrust. The fight with honor is not always easy. Sometimes the way of honor will seem foolish to those that have none. Nevertheless, without honor, there's no victory. With honor, there's no real defeat. Ah, du willst mir sagen, dass du gerade nicht wirklich verloren hast. Okay, okay, verstehe. Das war ja einfach. Okay. Okay. Das war schön. Ask about training. Can add nothing further to your knowledge. Den Eindruck habe ich auch. Ich fand das gut. Da machen wir noch ein Safe draus. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Also ich kann mir vorstellen, dass der eigentlich ziemlich schwer sein soll. Und vielleicht habe ich genau den richtigen Frame getroffen, auf dem ich ihn gestunlockt habe. Oh, hier, wieder. Ne? Gameplay. Super. Ja, vielleicht war es aus Versehen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gag, dass er überhaupt nichts kann. Ist auch möglich. Vielleicht sind wir aber auch so unglaublich gut, Power Fantasy, dass wir, was wollte ich machen? Enchantress. Obwohl. Jetzt am letzten Tag. Komme ich wahrscheinlich erst rein, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Ja. Okay. Lalalala. Knock. You saved the city through your resourcefulness and bravery. You are very much a hero. Welcome to my home, Vatna. May your deeds be remembered forever. I worked some magic last night, verstehe, to uncover information about your trip to Rizir. I need to discuss this with you. Okay. Come in, sit down, and we shall speak. What? Gronk. Gronk is here. Na, fantastisch. Welcome, stranger. I shall be honored to have you for a guest. Gronkity Gronk, perhaps he has a source to say. Come in, we shall all sit and see what we shall see. What? Okay. You're obviously enchanted, so we need now to see what is your true form. Okay. Das wollte ich mit der Display Potion schon machen, das ging nicht. Water of Wisdom, Liquid of Life, I call upon thee three times, three mirror without that lies within, so we shall have the truth to see. The five... Nee, okay. Look into the water and we shall see your true form. Ah, es hat er deswegen immer in den Dings geguckt. Okay, du bist irgendein Kerl. Ah, the Emir Aurus Aldin. There was good reason why my spell could not locate you. Du bist der Emir. What the fuck? You are the most powerful enchantment in the very skilled wizard to craft such a spell. Reveal the caster of the spell upon the one which I bespeak. Lass mich raten. Ad ADAC oder wie der Typ hieß? Meine Güte.
Okay, dunkler Hoodie. You must take the cavern to Vizier. Will keep the Emir with me for safekeeping. Ja, und wie reite ich da hin? Achso, mit dem Cavern. While you find the means to restore him to his rightful shape. Okay. We are all hoping for your success here and eagerly await the pleasure of your return. Farewell, Wetten. Ja, und was habe ich da jetzt gesehen? Ich habe da nur so eine graue Kapuze gesehen, glaube ich. Okay, das war nun mittelmäßig hilfreich. Okay, die beschäftigt sich jetzt mit dem Saurus. Gut, da gehen wir, da sollten wir vielleicht auch, da gehen wir mal ganz schnell weg. Das ist ja hier doch, Und dafür stattdessen mit Katzen wollen wir auch nicht. Wir wollen raus aus der Situation. Wo wollen wir jetzt hin? Dahin? Erstmal ganz schnell was trinken. Sehr schön. Bist du irgendwer? Nö. Okay, Oh, wir sind fast an unserem Maxwell. Was haben wir denn? Wir haben unseren Saurus nicht mehr dabei. Du willst mir nicht sagen, dass wir den bei uns getragen haben. Der hat Gewicht ge... Ach, was weiß ich. Okay. Ja, keine Ahnung. Ist Oma schon da? Oma ist noch nicht da. Okay. So, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie. Jetzt müssen wir mal hier mal mit dem. Mal mit dem Saurus-Verkäufer sprechen, dass er da den Emir verkauft hat. Das ist ja vielleicht doch eine relevante Information. Da ist unser Saurus wieder. What? Okay, ich verstehe das Spiel nicht. Okay. So, da ich nichts zu tun habe, würde ich sagen, schlafen wir jetzt bis until evening. So, dann hören wir uns mal an, was Oma zu sagen hat. Diesmal muss ich nicht Sid eingeben. Okay, the Sultan of Shapir has now decreed that this hero is a hero here indeed. For actions fundamental and dispelling elementals, a reward for he who freed us with all speed. Okay. From the Sultan, we present thee with his purse for the services most brave and daring against the elements of earth and water. Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Geld? In the month of the serpent, in the year of the spear, darkness passed over the town of Vizier. And the rumor had been said that the old Emir was dead, for Aros al-Din had seemed to disappear. Okay. The Emir had a brother who quickly took the throne, but the shadow lurking under soon was known, for the cutter were exiled and Vizier was then defiled by the rules and regulations that were shown. The Sultan sent his men to restore Vizier to right, but they did not even have a chance to fight, for as they crossed the land, a tremendous storm of sand forced his forces to retreat from their plight. So now the rumors told of the city of Vizier that the darkness shadows everything in fear, and he that know does rule has the Emir as his tool. Disobedience brings punishment severe. The moral of the story, as the best of tales must tell of the horrors of the orders that befell, is the simple corollary that the hero must be wary. Here he journeys to the Shadow Citadel und irgendwas. As you travel to Vizier, Vetna, know that all of us in Shapir wish for your safety and the success of your mission. Ja, ich hoffe, dieser eine Satz war nicht allzu wichtig.
Werde ich mir im nachträglichen Video nochmal angucken. So, wieso bleibt das jetzt so lange stehen? Okay. Magic Caster went to disappear, but now is ruling in the no one knows the fate of the mirror. Doch. Ja, ja. Tell about Ymir. Tell about Saurus. Okay. Ja, das war wieder viel zu viel Geld. Okay, whatever. Okay. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, wir sind ja fertig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal ins Bett gehen und schlafen. Vielleicht passiert ja morgens gleich was, dass wir dafür bereit sind. Und dann, so wie ich das verstehe, nach Rasir reisen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Quest for Glory 2 und der Reise nach Rasir. Okay, also bis dahin. Tschüss.